Können wir hier irgendwo unser Pferdchen rufen? Oder kommt es jetzt automatisch hier hin? Da kommt es. Guck mal. So, dann ab mit uns. Den Turm haben wir. Jetzt mal eben auf die Karte geguckt. Der nächste wäre der. Dann reiten wir zu dem und von da aus außenrum zu dem. Wunderbar. Dann machen wir das so. Das ist natürlich riskant, was wir jetzt machen. Dass wir jetzt hier direkt in deren Hoheitsgebiet reinreiten. Und das als Assassine. Aber okay. Diesen Templer da vorne müssen wir töten. Und da vorne ist noch eine Flagge. So, den werden... Schnauze. Okay, der weiß also, wie man kämpft. Nein, 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 nicht darunter. Wieso bin ich ein Feigling? Na los, komm her. Guck, Templer eliminiert. Genau so wollte ich das haben. Doch, das kann ich. Siehst du doch. Okay, hier sind drei Flaggen. Eins, zwei, drei. Wir klettern eben hier hoch. König Richard, jawohl. Und tschüss. Guck, das war doch ganz einfach. Also wir müssen ihn nicht immer zwangsläufig mit dem Schwert oder dem Messer töten, sondern wir können ganz entspannt die auch in Abgründe werfen. Mal gucken. Ja gut. Das war jetzt Verschwendung, dieses Messer zu werfen. Aber nun gut. So. Wir wollten ja nach Dingens zum nächsten Aussichtsturm reiten. So, die Hidden... Das Hidden Blade, also die versteckte Klinge quasi. So, ich habe natürlich keine Ahnung, wo wir lang müssen, aber das ist ja eigentlich nichts Neues. So. Und los, 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 los. Checkpoint erreicht, wunderbar. So, come on. Klack, 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 klack. Okay, also Wurfmesser, die begreife ich noch nicht ganz. Tschüss. So, Freunde, haut rein, ne? Guck mal, da ist noch einer von denen. Das ist aber schön, dass du näher kommst.
Na los, komm her. Das ist mir egal, ob ihr mir vergibt oder nicht. Aber ich muss das tun. Der Wille des Adlers, okay. Mann, du mit deinem... Wer schießt dir mit dem blöden Bogen? Zack. Und du bist der Nächste? Komm her. Also wirklich. Sowas von unzivilisiert. Da ist der Aussichtsturm. Guck. Dann würde ich mal sagen... Ja, die sehen mich scheinbar nicht. Okay. Soll mir recht sein. Wir klettern in der Zeit hier einfach ganz entspannt hoch, würde ich sagen. Also sag mal, sind die nur dämlich oder was ist los mit denen? Also wirklich. Was ich mich aber jetzt frage, wer hat diese Türme erbaut? Ist das von den Templern oder ist das von jemand anderem? Ich habe keine Ahnung. So. Dann synchronisieren. So, und Aussichtspunkt erreicht. 8 von 12. Zack. Ich bin gar nicht hier. Ja, komm du, Mann. Du bist dann der Nächste. Hier ist keiner. Keine Ahnung, wer das war. Ja, Mann, was wollt ihr denn immer? Alter, das war nicht schlecht. Und jetzt kommt er, Jungspund. Also wirklich. So, mal eben gucken. Der nächste wäre dann dieser. Ich gucke natürlich die ganze Zeit, ob wir noch irgendwo einen Templer stehen haben. Also so einen richtigen, die wir auch erledigen können. Gut, und das werde ich auch nie kapieren hier, wie man auf dem Pferd richtig angreift. Das verstehe ich nicht. Muss ich auch nicht. Ist auch nicht so tragisch. So, da ist ein Aussichtsturm, aber das ist der nicht, oder? Naja, dann holen wir uns erst diesen. Wieso keine allzu schwere Aufgabe? Zack, und der nächste. Sag mal, macht euch das nicht traurig, dass ich hier eure Freunde alle mal abschlachte? Oder gibt euch das nicht zu denken, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte? Sag mal. Vor allem, ich bin ein einzelner Kerl. Das ist, ein einzelner Kerl, der quasi eine ganze Armee auslöscht, ohne quasi mit der Wimper zu zucken. Einem normalen Menschen müsste das doch, naja, wenigstens sagen, dass man vor dem etwas Respekt haben sollte und nicht irgendwie seinen eigenen Weg weitergehen kann.
Also ich hätte vor so jemandem auf jeden Fall Respekt. Oder ich glaube, vor so einem Menschen müsste man sogar Angst haben. Weil die haben ja kein... Die Assassinen, die kennen ja keine Angst. Oder die kennen ja die Angst zu sterben nicht. Das ist ja für die fremd. Also von daher, die sind ja zu allem bereit. Und wenn die sterben, dann ist es nun mal so für die. Das ist für die ja nichts Schlimmes. Ne, die begrüßen den Tod, ja, so hieß es. So, und einmal runter in die Tiefe. Hä? So, und runter in die Tiefe. So, was haben wir da noch? Eine Flagge, guck mal. Eine König-Richard-Flagge. Cool. So, und kleines Hüttehüchen. Das heißt, wir mussten erst diesen Checkpoint durchreiten. Okay. Ja, ja. Ja, 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 ja. Macht ihr, Mann. Okay, also dann reiten wir jetzt zum nächsten Checkpoint. Ich muss mal eben gucken. Okay, wir entfernen uns jetzt erstmal von da. Das ist aber nicht so ganz so schlimm. Weil ich möchte ja gerne den Checkpoint auch noch haben. Weil wir sonst nie zu dem hinkommen werden. Zack, der erste Schlag gehört schon mal mir. Alter, was war das denn? Ja, was denn, hä? So, Jungspund, du willst auch noch was? Und komm her. Na komm, ich will dich einmal wegschmeißen. Alter, der ist gestorben, weil er hingefallen ist, oder was? Also wirklich, was eine Witzfigur. Okay, da hinten ist der Adler, wunderbar. Checkpoint erreicht, das ist ganz toll. Was ist hier denn passiert? Nun gut, soll mir egal sein. Es würde mich trotzdem interessieren, was hier passiert ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass die aus Jerusalem das waren. Aber nun gut. Weniger Arbeit für mich, ganz ehrlich. Die Sarazenen heißen die, glaube ich, ne? So, wie komme ich denn jetzt zu dem Aussichtspunkt? Der ist da oben, ne? Ja. Der ist da oben, aber wie... Ach, von da komme ich dahin. Okay. Ja, ja, macht ihr, Mann. Tschüss. Ich hoffe, ihr seid damit beschäftigt, die anderen zu töten. Naja, wird sich zeigen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Das wundert mich eben. Vor allem, wer das da angerichtet hat. Alter, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Sind das... Keine Ahnung. So, synchronisieren und von hier aus dann nach... Akon... Hieß das Akon oder Ankon?
Arkon, glaube ich, ne? Ah, werden wir gleich sehen. Und einmal der freie Fall in den Tod. So, jetzt gibt es noch den und diesen, genau, noch Arkon. So, mal gucken, wo unser Pferdchen ist. Da ist es. So, Freunde, darf ich da mal durch? Ich bin hier ein Gelehrter. Ich darf hier durch. Tschüss. War schön mit euch. Kommt mich doch mal besuchen, ja? Ich glaube, das wäre keine gute Idee für euch. Ihr würdet auf jeden Fall sterben. So, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Entschuldigung, wollte ich nicht. Ihr müsst alle mal aus dem Weg gehen. So, und da springen wir jetzt so exakt drüber. Wie Zutritt verboten. Aber nicht für mich, oder? Das geht doch gar nicht für mich. Ach, guck mal an. So, der erste Schlag gehört schon mal mir. Aber das heißt ja nichts. Mann, du mit deinem Rumschleudern. So, und du bist... Du willst auch was? So. Und das ist schon gewesen. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir reiten in die falsche Richtung. Wenn, dann da lang. Und dann quasi nochmal außen rum. So, so, wunderbar. Vielleicht steht hier irgendwo noch ein Templer rum, den wir dann easy erledigen können. Das läuft ja bis jetzt eigentlich wie am Schnürchen. Oh, guck mal, eine Flagge. Ah, okay. König Richard-Flagge, wunderbar. So, und jetzt ist es eigentlich nur noch immer geradeaus. Und dann müssten wir an dem Checkpoint so vorbeikommen. So, einmal nach hier links. Und hier den Berg hoch. Okay. Dann sind wir jetzt zumindest auf dem richtigen Weg. So. Reinitialisierung. Ja, wunderbar. Ja, guckt mich ruhig alle blöd an. Das wissen die doch gar nicht. So. Und dann haben wir hier gleich den Checkpoint, sage ich schon, den Aussichtspunkt. In 80 Metern, das wird dann dieser sein. Okay. So, wir tauchen mal unter. Reiten da dran vorbei, klettern da hoch. Und dann haben wir eigentlich keine Probleme mehr. Die beiden können wir noch ausschalten. Und dann ist das auch gut. Huch, so, jetzt sehe ich auch wieder was. Aber erstmal holen wir uns die Flagge. Ach nein. Hier oben. Ich bin hier oben, mein Freund. Zack, und weiter nach oben noch. Und dann sind wir jetzt gleich ganz oben. Initialisieren noch einmal, oder synchronisieren heißt es ja. So, und synchronisieren. Und dann springen wir jetzt gleich nochmal in den Tod. So, und Aussichtspunkt. Ja, es fehlt nur noch einer. Ja, unser Pferd sorgt für Chaos. Das ist richtig cool. Das ist entfleucht. Ja, macht euch um mich keine Sorgen. Ich bin nur ein Gelehrter. So, es ist tatsächlich noch ein Aussichtsturm, den wir auf unserem Rückweg mitnehmen müssen. Ein Assassiner, erwogen! Was? Ich bin ein Assassine? Das wäre mir jetzt aber neu. Wie kommt ihr denn darauf?
So, und dann einmal jetzt nach Ankon. Heißt das so? Ich verwechsel das immer. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Danke, lieber Animus, aber das weiß ich schon.